Sehr geehrte Damen und Herren, liebe SVC-Preisträger, werte Gäste aus Wirtschaft und Bildung. Mein Name ist Alain Hauert und als Leiter Kommunikation des Swiss Venture Club moderiere ich den heutigen Anlass, zu dem ich Sie sehr herzlich willkommen heiße. Der Swiss Venture Club SVC und die ETH Zürich danken Ihnen für Ihr Interesse und wir freuen uns auf viele spannende Inputs zu aktuellen Innovationen und auf inspirierende Einblicke in die Start-up- und Spin-off-Landschaft Schweiz. Gerne übergebe ich das Wort nun zuallererst an den Geschäftsführer des Swiss Venture Club, Michael Farni. Liebe Gäste, vorab möchte ich den Gastgebern danken, Herrn Professor Dr. Detlef Günther von der ETH Zürich und auch Alex Hochwuli, der auch da irgendwo sitzt, von der ETH Foundation, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen in diesem ehrwürdigen Audimax. Der eine oder andere von Ihnen wird vermutlich ja noch Erinnerungen an die alten Studentenzeiten haben. Bei der führenden Hochschule der ETH. Der heutige Anlass Innovation Meets Experience hat eine etwas lange Inkubationszeit gehabt. Corona-bedingt muss der verschoben werden und wieder verschoben werden. Und umso mehr freuen wir uns, dass wir das heute Abend machen können. Getreu eben nach dem Motto Experience. Sie, die gestandenen Unternehmer hier und Unternehmerinnen hier im Saal, meets Innovation, die jungen Startups, die Ihnen da ihre Geschäftsideen in den nächsten Minuten auch zeigen werden. Diese Begegnungen zwischen gestandenen Unternehmen und jungen Unternehmen ist auch eines unserer Ziele des SVC, dass wir eben gegenseitig von den Erfahrungen profitieren können. Und es gibt ja immer auch das Reverse Mentoring, sage ich mal, dass die Jungen den Alten irgendetwas vormachen können. Und ich denke auch, ihr im Saal werdet da sicher die eine oder andere Idee übernehmen können, die von den Jungen kommen. Jetzt hat uns auch die Feststellung motiviert, dass anscheinend, habe ich mir sagen lassen, die ETH Zürich und auch EPFL Lausanne ist ähnlich, relativ stark mit den grossen Unternehmen zusammenarbeitet, aber eigentlich die Zusammenarbeit mit den mittleren und kleineren KMUs doch auch noch Potenzial zur Verbesserung hat. Und wir wollen auch mit diesem Anlass hier einen kleinen Beitrag leisten, das etwas bekannter zu machen, was da alles an unseren führenden Hochschulen passiert und dass das unter Umständen eben auch für SVC-Preisträger, für tolle Unternehmen spannend sein kann, mit der ETH zusammenzuarbeiten. Und es wäre von dem her gesehen schön, wenn wir da einen positiven Impuls setzen können, einen ganz kleinen Beitrag, dass der Werk- und Denkplatz Schweiz eben auch in den nächsten Jahren eine gute Zukunft haben wird und eben von dieser gegenseitigen Begegnung profitieren kann. Merci vielmals. Ich wünsche euch spannende 90 Minuten. Merci. Vielen Dank, Michael, für diese kurze Einführung. Wir kommen nun zum ersten Input-Referat des heutigen Abends von Professor Dr. Detlef Günther von der ETH Zürich. Detlef Günther ist Professor für Spurenelement und Mikroanalytik am Departement für Chemie und angewandte Biowissenschaften. Als Vizepräsident für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen ist er zudem verantwortlich für Forschungsaktivitäten innerhalb der ETH Zürich. Und darüber hinaus werden in seiner Abteilung auch Projekte im Rahmen der europäischen Forschungsprogramme koordiniert. Herr Professor Dr. Günther, the stage is yours. Vielen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich an der ETH Zürich. Heute Abend. Der Termin wurde zweimal verschoben. Wir wissen die Gründe, wir haben die Möglichkeit, uns jetzt persönlich wieder zu treffen, freut mich außerordentlich, weil im Zoom werden wir die Gesichter, so wie man auf gewisse Dinge nicht reagiert, man merkt höchstens, wenn jemand schnell einschläft. Das sieht man eigentlich sehr deutlich. Wir leben in verrückten Zeiten. Corona hat uns neue Wege eröffnet, war aber trotzdem schwierig. Wir haben über allem schwebend die Klimakrise
Und wir haben etwas, was wir überhaupt nicht für Möglichkeiten haben, Krieg in Europa. Und wir haben sicherlich als Schweizer auch noch einen Nachholbedarf in der Interaktion mit der europäischen Gemeinschaft. Deswegen ist es vielleicht sogar sehr, sehr wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, welche Innovationen können wir voranbringen, weil die overarching Klimakrise zeigt ihre Auswirkungen weltweit. Technologie alleine wird es nicht entscheiden. Die Gesellschaft muss mitgenommen werden. Aber Technologie ist garantiert ein guter Anfang, sich in diese Richtung zu entwickeln. Und deswegen schätze ich sehr, dass wir uns heute Abend hier persönlich treffen. Herr Farni, ich habe mein Programm geändert. Also, die ETH arbeitet sehr gerne mit Großfirmen zusammen. Insgesamt 56% und mit KMUs 44%. Wenn ich das auf die Schweiz bringe, und ich habe mich gut vorbereitet, 41% mit Großfirmen und 59% mit KMUs. Also es gibt absolute Gründe, tatsächlich auch Schweizer KMU an die ETH zu kommen und mit uns entsprechend zu interagieren. Wir haben uns in den letzten Jahren, ich habe mich wirklich auch selber sehr darum bemüht, weil wir uns das Ökosystem hier anschauen, sehr, sehr viele erfolgreiche KMUs, und deswegen heute hoffen wir, dass ein paar Austausche dazukommen, sodass sich einige KMUs noch erfolgreicher etablieren können. Mit dem ändere ich nicht mein Programm weiter, aber diese Zahlen, ich war irgendwie darauf vorbereitet. Irgendwie habe ich das geahnt. Also, die ETH ist verpflichtet, Forschung, Lehre und Innovation auf sehr hohem Niveau für die Schweiz, aber auch international für die Forschungsgemeinschaft durchzuführen. Wir sehen die vier Schwerpunkte, die neben der Grundlagenforschung ganz entscheidend sind. Das ist zum einen natürlich die gesamte Klimaentwicklung, Umgang mit Ressourcen, die gesamte Datenverarbeitung und Cybersecurity. Wir haben sicherlich ein sehr, sehr großes Programm in Richtung Ernährung, und in der Schweiz wissen Sie alle, dass sehr, sehr viele, nicht nur Großfirmen, sondern auch KMUs entsprechend daran beteiligt sind. Und wir haben den Life Science Medizin, der nicht so offensichtlich an mancher Stelle gesehen wird, weil die ETH eine technische Hochschule ist. Aber wenn Sie in die Spitäler gehen, sehen Sie eine ganze Menge an Techniken, und ein MRI-Gerät ist nicht vom Himmel gefallen und zufällig im Hospital gelandet, sondern da gibt es extrem starke Grundlagenforschung, die dazu betrieben wurde. Das schaffen wir in einem großen Forschungsverbund innerhalb der ETH, 560 Professuren, 16 Departemente, in denen wir interagieren. Aber Sie sehen hier vielleicht, und deswegen habe ich die Folie gezeigt, der wirklich globale Player ist die Wissenschaft, und deswegen ist die ETH extrem stark vernetzt. Und Sie sehen sicherlich an dieser Folie, welche Bedeutung Europa entsprechend für unsere Interaktion in dem Bereich hat. Und wir können uns ganz simpel heutzutage anschauen, es wird ein Energiekonzept in Gesamteuropa brauchen, und das wird nicht an der Schweiz vorbeigehen, sondern wir werden uns da entsprechend ganz gut vernetzen müssen. Weswegen sind wir interessant als Schweiz? Wir glauben natürlich, dass wir nicht nur die Grundlagenforschung sehr gut machen, sondern dass wir tatsächlich auch über die Applied Science oder angewandten Wissenschaften in den Innovationsmotor mit einbezahlen. Sie sehen die Zahlen hier an Spin-off-Firmen. Und hier ist es wirklich ganz wichtig, alle, die als Spin-off-Firmen der ETH gelistet sind, sind auch tatsächlich mit Technologie der ETH hinterlegt. Das ist das Kriterium, was wir anwenden, um dieses Label entsprechend zu vergeben. Was freut uns besonders? Besonders freut uns, dass wir das ganze breite Portfolio der ETH damit abbilden. Das heißt also, wir sind nicht nur im ICT oder im IT-Bereich tätig, sondern wirklich in einem sehr, sehr breiten Umfeld. Und wir haben es über die Jahre tatsächlich geschafft, wenn wir uns anschauen, zwischen 180 und 200 Erfindungsmeldungen an der ETH resultieren 80 bis 100 Patente, und wenn Sie sich ausrechnen, das heißt eine Verwertung von 30% in puncto IP und Patenten, ist das weltweit extrem hoch und kann sich durchaus sehen lassen. Und wenn wir uns anschauen, wenn wir 2015 hatten wir Venture Capital Anlässe mit 4 bis 5 Leuten. Wir hatten sie selbst während der Corona-Zeit, und das waren über 100, die sich daran interessiert oder dafür interessiert haben, was die ETH entsprechend entwickelt. Kein Wunder, wenn ich sage, wir sprechen über Klima, Ressourcen,
dass es natürlich einige gab, und Sie werden sicherlich gelesen haben, die großen Erfolge von Climeworks. Aus der gleichen Gruppe von Aldo Steinfeld stammt die Firma Synhelion, eine ETH-Spin-Off. Und eigentlich ist die Idee genial. CO2 aus der Luft, Luftfeuchtigkeit relativ hoch, nehmen wir noch dazu. Fokussieren uns das Sonnenlicht auf 1300 bis 1500 Grad und lassen dabei entsprechend Syngas für die Herstellung von Kerosin entstehen. Wenn Sie die Idee hören, klasse, oder? Würde man sagen, unterschreibe ich eigentlich. Die erste Flasche, die Sie gezeigt haben, waren 2 Milliliter. Und dann überlegen Sie sich, wow, wie viele Liter passen in A380? Wann fliegen wir tatsächlich carbon neutral oder kohlenstoffneutral durch die Welt? Und Sie haben das entsprechend durchgerechnet. Die Effizienz hat sich in den letzten Jahren extrem gesteigert, wo man also wirklich sehen kann, es ist eine Technologie, die nicht alleine das Energieproblem oder das Kerosin oder Verwendung von natürlichen Kerosin beheben wird, aber es wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, tatsächlich in die Richtung zu gehen. Und wenn wir aus der Pilotphase raus sind, wird es sicherlich sehr, sehr viel mehr geben, die diese entsprechenden Anlagen dazu aufbauen. Ich bin vorhin gefragt worden, warum wir nicht direkt in die Sahara gehen. Wäre doch total logisch. Da ist es noch ein bisschen wärmer, kriegen wir wahrscheinlich die Sonne noch besser gebündelt und auch länger. Die Spiegel sind extrem oberflächenempfindlich. Und vor kurzem hat wahrscheinlich jeder gesehen, wenn der Sahara-Sand hier diesen wunderschönen halbroten Tag geschaffen hat, wo die Skifahrer alle sauer waren, dass sie nicht mehr Skifahren konnten, aufgrund von Sahara-Sand, sehen wir, dass es also dort dann noch viel stärker ist durch die Winde. Wir müssen also durchaus, und das haben wir auch gemacht, in Spanien gibt es also Pilotanlagen. Eine zweite Idee, die doppelt und wirklich doppelsinnig eigentlich ist. Wenn wir uns anschauen, wie werden wir in Zukunft unsere Daten speichern? Wir können unsere Flüsse nicht alle durch Datenzentren durchleiten, weil wir erwärmen sie ganz stark. Und da ist man durch die Idee dazu gekommen, dass man Nanopartikel mit DNA, spezifischen DNA-Codes, versehen kann und versiegeln kann wie ein Sandkorn. Wow, das ist cool. Das heißt, ich könnte durchaus in die Nähe von New Orleans gehen, ich besprühe Baumwolle mit diesen Nanopartikeln und ich schaue mir an, wo die Lieferkette dieses Nanopartikels hingeht, bis zur Entstehung von einem T-Shirt aus der Baumwolle, die ich dort geerntet habe. Das heißt, ich kann diese Ketten über diese Nanopartikelmarker, die so stabil aufgesetzt werden, kann ich weltweit verfolgen. Das Ganze kann man auch mit Gold machen. Und wenn ich gesagt habe, Datenspeicherung, man kann natürlich dann auch jede einzelne Note von Mozarts Sinfonien in einen DNA-Code übersetzen und kann ihn zum Schluss wieder auslesen. Und das heißt, ich könnte in 2 Gramm, fast nicht sichtbar, so eine ganze Sinfonie speichern für die Ewigkeit. Also, eine coole Idee wird hier angewandt, um Authentizität, Lieferkettenverfolgung entsprechend zu machen. Sicherlich mit sehr, sehr viel Potenzial und hier gibt es Anwender und was richtig gut ist, Michela Pudu hat dafür auch eine Auszeichnung im europäischen Rahmen bekommen, nämlich den EU-Preis für Innovatoren, weil man davon ausgeht, dass diese Technologie sehr viel bringen kann. Und die letzte, die ich gerne zeigen möchte, 90 Labs, unglaublich, haben sich extrem stark entwickelt, breites Spektrum entsprechend von Anwendungen. Und hier habe ich gedacht, schau mal ganz kurz in das Video rein. Ich finde das extrem schön und man kann sich genau anschauen, was die Innovation davon ist. Rethink Manufacturing. 90 Labs Technology manufactures the structures that make society's most audacious goals possible. Whatever your functional requirements are, flame resistance, chemical resistance, energy absorbance, X-ray transparency, high stiffness and strength to weight ratio. 90 Labs additive fusion workflow offers a simple and cost-effective way to design and manufacture functional composites. Design even your most advanced part with 90 Labs Fibrify software.
For the first time, True 3D Fiber Orientation allows you to design applications which haven't been possible to manufacture in composites before. Our unique software platform links with your commercial simulation tool of choice. This simulation allows you to validate the optimal part design and greatly speeds up your product development time. On the shop floor, our integrated cloud software acts as your manufacturing execution system. 9T Labs technology lets you produce parts that are 10 times stronger than metal at one-third of the price of conventional carbon composite solutions. Full process control, sensor integration, and cloud connectivity. A carefully engineered deposition system allows trajectory conformal printing under controlled temperature conditions, combining multiple parts to reach unseen design latitudes in fiber composite processing. 9T Labs hardware and cloud connectivity highlights our philosophy of full process and data control. Fuse parts by applying pressure and heat to get superior surface finish, get maximum adhesion and low porosity, unleashing applications and performance never seen before in composites processing. Join our revolution. Take 3D printing to the next level with 9T Labs Red Series. 9T Labs hat vor ein paar Jahren noch als Pitch stattgefunden. Und da war noch nicht klar, in welche Richtung man sich wirklich entwickeln wollte. Ich hatte das Privileg, 166 Firmen sind in der Zeit, als ich verantwortlich war für diesen Bereich, geformt worden. Und viele von denen haben gepitcht und es ist immer wieder schön, wie sich die Talente dann entsprechend entwickelt haben. Und hier eine dieser Erfolgsstories, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in dieser Fertigungstechnologie entsprechend den Schritt voranzugehen. Und da gibt es extrem viele Anwendungen und man kann völlig ungeniert auf sie entsprechend zugehen und sich da tatsächlich neue Anregungen holen. Weswegen können wir das Ganze hier an der ETH? Das wirkliche Kapital, was wir haben, sind unsere Studierenden, Doktorierenden und Postdocs, die sich tatsächlich mit gewissen individuellen Problemen auseinandersetzen. Wir sehen hier ein paar Bilder von der Studentenwoche innerhalb der ETH. All das hat in Corona jetzt eine ganze Zeit lang gelitten. Wir hoffen, dass die Studierenden trotzdem ihre Prüfung bestehen, obwohl jetzt erstmal Feierbedarf durchaus ist. Wir hoffen, dass es einen schönen Sommer gibt. Mit ihnen zusammenzuarbeiten macht unheimlich viel Spaß und ich glaube, sowohl als KMU als auch überhaupt als Industrievertreter lohnt sich tatsächlich, in solche Anlässe mit reinzuschauen, weil da sind die jungen Leute, die wir brauchen, um neue Ideen umzusetzen. Und spezifisch, wenn wir uns anschauen, in der Datenverarbeitung, AI Center, auch dort sind viele Anlässe, wo sie ganz herzlich eingeladen sind, entweder selber zu pitchen mit dem Problem oder mit den Leuten zu interagieren. Jetzt hoffe ich einfach mal, dass die erste Reihe heute richtig viel Erfolg hat, uns zu überzeugen. Ich mag diese Anlässe sehr, weil man es immer wieder überrascht. Man sieht sich ja zweimal im Leben, oder? Einmal beim ersten Pitch und dann nachher, wenn sie Erfolg haben. Und deswegen freue ich mich ganz dolle. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich hoffe, dass wir gemeinsam viel Spaß haben. Vielen Dank. Es bleibt also spannend im Bereich der Forschung an der ETH Zürich. Vielen Dank für diesen Ein- und Ausblick in Ihr Arbeitsgebiet. Bevor wir in Kürze zur detaillierten Vorstellung einiger anderer spannender Spin-off-Unternehmen aus der ETH Zürich kommen, erlaube ich mir noch eine kurze Nachfrage. Und zwar ist es ja so, dass wir gefühlt in den letzten 10, 20 Jahren eine Erhöhung der Innovationsgeschwindigkeit festgestellt haben, wie wir sie in der Geschichte noch gar nie gesehen haben. Und die Frage, die sich für mich ein bisschen stellt, ist, geht das jetzt so weiter? Die Innovationsgeschwindigkeit in den letzten Jahren, diese Erhöhung, geht diese Entwicklung so ungebremst weiter, wie es in den letzten 20 Jahren war? Oder wie schätzen Sie die Situation hier ein? Gehen wir davon aus, dass unsere Köpfe in den letzten 20 Jahren immer noch die gleiche Größe haben. Das heißt, das Gehirn ist immer noch genauso groß, wie es vorher auch war.
Und das heißt, die Entwicklung von Ideen wird immer noch genauso lange brauchen. Die Entwicklungszeiten werden vielleicht an verschiedensten Stellen etwas besser evaluiert, als wir es vorher hatten. Aber die Grundlagenforschung bis hin zur Anwendung braucht eine gewisse Zeit. Wir haben nicht für alles an der ETH einfach hier diese große Idee, sondern viele Dinge sind in den Grundlagen vor 10 Jahren, vor 15 Jahren begonnen worden. Und deswegen hoffen wir, dass wir auch mit Ihnen die Lobbyisten finden, die wirklich verstehen, Grundlagenforschung völlig autonom in gewisse Richtungen zu denken, ist absolut wichtig. Das wäre der erste Punkt. Und das zweite ist, wenn wir uns anschauen, wie viele dieser richtig tollen Ideen, die wir haben, heutzutage noch durch wirklich völlig veraltete Gesetze in ihrer schnelleren Anwendung blockiert werden, sehen wir, dass da Nachholbedarf entsprechend ist. Nur allein die Baubranche. Wenn wir uns das anschauen, was wir heute machen könnten, wie viel Material wir einsparen könnten, wie viel CO2 wir damit auch reduzieren könnten. Aber wenn Sie dann 25 Jahre auf Ihr Gebäude warten müssen, dann ist das irgendwann nicht mehr so richtig ganz interessant. Also von der Seite sage ich, Grundlagenforschung braucht eine gewisse Zeit. Man kann nicht erwarten, alles sofort zu bekommen. Und wir sollten für ein paar von den Ideen, wo wir wirklich gut überzeugt sind, dafür sorgen, dass die politischen Rahmenbedingungen etwas beschleunigt werden. Und ich glaube, dann sind wir im richtigen Boot. Und das andere ist, bei allem Wohlwollen für Effizienz und Geschwindigkeit, wir brauchen auch eine gewisse Zeit für die Besinnung, um zu gucken, sind die Ideen, die wir da generiert haben, wirklich handfest und schon gut? Oder sollten wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, um sie länger und weiter zu entwickeln, bis sie dann richtig einschlagen in der Gesellschaft und wirklich einen großen Nutzen bringen? Herr Professor Dr. Günther, vielen Dank für diese spannenden Ausführungen. Ich freue mich, Ihnen noch ein kleines Präsent mit auf den Weg geben zu dürfen. Und zwar ist das ein Carandash Kugelschreiber, ein Ecridor Golf von unserem Partner Carandash, mit dem wir beim SVC häufig zusammenarbeiten. Und wir offerieren Ihnen ganz gerne auch eine 2-jährige gratis Einzelmitgliedschaft bei uns im Netzwerk vom Swiss Venture Club. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Danke. Wir wissen halt auch, wie man Donatoren gewinnt, oder? Das ist doch vollkommen klar. Ja. Vielen Dank. Wir haben gesehen, die KMU-Landschaft in der Schweiz wird also immer wieder durch spannende Start-up-Firmen und Spin-offs von den technischen Hochschulen, insbesondere auch von der ETH Zürich, bereichert. 6 von diesen Spin-off-Unternehmen werden sich Ihnen heute Abend detailliert vorstellen, und zwar im Rahmen einer jeweils 5-minütigen Pitch-Präsentation. Wir freuen uns auf viel Innovation und Inspiration. Wir werden übrigens keine explizite Fragerunde nach den jeweiligen Pitches machen, aber wir freuen uns gemeinsam mit den Referenten auf viele fruchtbare Gespräche beim anschließenden Networking-Apero. Ja, meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen heute mit dem Motorrad hier zu diesem Event an der ETH gekommen sind. Das frühlingshafte Wetter würde jedenfalls passen. Unser erstes Spin-off des heutigen Abends bietet genau für diese Zielgruppe spannende und innovative Lösungen. Begrüßen Sie mit mir Nico Zobernik, Co-Founder von Aegis Rider. Nico Zobernik hat an der ETH studiert und mit dem Master of Science ETH in Elektrotechnik und Informationstechnologie abgeschlossen. Nico, vielen Dank für deine Präsentation. Vielen, vielen Dank. Also wie gesagt, hallo zusammen, mein Name ist Nico. Ich darf euch heute Aegis Rider präsentieren. Es ist mir auch eine Ehre, hier als erstes Startup quasi eröffnen zu dürfen. Wir machen Augmented Reality gestützte Sicherheits- und Infotainment-Systeme für motorisierte Zweiräder. Momentan fokussieren wir aufs Motorrad. Ich fange gleich mal an mit einem kleinen Überblick vom Founding Team und unserer Entwicklungs- und Entstehungsgeschichte. Also wir haben gestartet mit der ETH Pioneer Fellowship, sozusagen Simon Hecker hat die bekommen. Er hat seinen Doktor an der ETH am Computer Vision Lab im autonomen Fahren gemacht, hat eben dann die Pioneer Fellowship bekommen und das Projekt gestartet. Als leidenschaftlicher Motorradfahrer wollte er seine Erfahrung und sein Wissen vom autonomen Fahren aufs Motorrad bringen.
Timon Gentsch und meine Wenigkeit sind dann ziemlich zeitnah als Masterstudenten ins Projekt eingestiegen. Timon hat an der RWTH Aachen und der ETH Zürich seinen Abschluss gemacht, hat dort Fahrzeugtechnik, Hardware Design und Systemintegration studiert. Ich selber, wie schon gesagt, Bachelor und Master hier an der ETH mit einem Fokus im Master dann auf Computer Vision und Machine Learning. Und schließlich ist dann noch Carsten dazugekommen als Vierter im Munde, das ist quasi das Business- und Finanzbrain nach 6 Jahren M&A in einer großen Investmentbank. Genau, und die letzten quasi 2 Jahre haben wir dann bei mehreren Startup Competitions mitgemacht, haben auch den Support von Venture Kick bekommen und durften das Startup Coaching der InnoSwiss genießen. Mittlerweile sind wir eben ein offizielles Spin-off der ETH. So, zurück zum Wesentlichen. Was motiviert uns und was wollen wir lösen? Also im Endeffekt sind das 2 große Punkte. Das erste ist, dass wir die Sicherheit am Motorrad erhöhen wollen und gleichzeitig wollen wir eigentlich ein besseres Nutzererlebnis und quasi das Motorradfahren ins 21. Jahrhundert bringen. Motorradfahrer sind einer deutlich höheren Unfallwahrscheinlichkeit ausgesetzt. Wenn man sich die letzten 20 Jahre ansieht, dann sieht man, die Anzahl der Unfälle pro gefahrenen Kilometer für Autoinsassen ist deutlich gesunken. Beim Motorradfahren ist es sogar angestiegen. Was wir hier machen wollen ist, also und der größte Punkt ist, dass wir den Blick auf der Straße behalten wollen von den Fahrern. Sie sollen nicht auf ihren Cluster runterschauen, sondern können schön nach vorne weiter ihre Informationen genießen. Und quasi die Systeme, die es bisher gab, die bisher entwickelt wurden, haben aus unserer Sicht das Ziel immer verpasst, haben eigentlich mehr ablenkende Systeme gebaut, wie so ein Google Glass-Style Prisma vor einem Auge, wo man ziemlich refokussieren musste, um überhaupt das Display zu erkennen. Und es war einfach nicht die richtige Solution. Und sie haben auch keine Head-Tracking-Technologie gehabt, was uns eigentlich ausmacht, was eigentlich uns dadurch das ermöglicht, dass wir die vollständige AR-Solution anbieten können. Sprich, wir können Inhalte in Bezug zum Kopf, zum Motorrad oder zur Umwelt zu ankern. Wir haben unser Heads-Up-Display, das immer zum Motorrad, in Bezug zum Motorrad hängt. Und wir können 3D-Navigation anbieten, wirklich den Leuten zeigen, wo es lang geht. Noch kurz zu unserer Entwicklungsgeschichte. Wir haben angefangen mit dem ersten Prototypen, war noch ein bisschen rustikal. Es war mehr so eine Machbarkeitsstudie, können wir Augmented Reality überhaupt aufs Motorrad bringen. Haben dann über iteratives Development da quasi das ganze System in einen Helm untergebracht, haben unsere Recheneinheit verkleinert, haben eine neue AR-Optik bekommen. Mittlerweile sind wir beim 4. Prototypen angelangt, der quasi Feature Complete ist, also hat 3 Main-Features, die ich euch auch gleich zeigen werde. Und das Ziel hier für kommendes Jahr oder Anfang nächstes Jahr wollen wir in den Markt einsteigen mit unseren ersten Helmen, um da auch wichtiges Feedback zu sammeln von Fahrern, was sie sehen wollen, wie sie es sehen wollen, was möglicherweise noch ablenkend ist und wie man ihnen helfen kann. Genau, und schlussendlich möchte ich euch noch ein kleines Video zeigen von diesen 3 Features. Es fängt eigentlich an mit dem adaptiven Heads-Up-Display. Sprich, unser Heads-Up-Display ist verankert zum Motorrad und ist geschwindigkeitsabhängig. Also wenn der Fahrer dann schneller fährt, bewegt sich das Ganze nach hinten. Der Fahrer kann seinen Fokus nach wie vor auf der Straße behalten und genau dort, wo er auch hinschaut. Das zweite, was wir machen, ist die 3D-Navigation, wie ich das schon geteasert habe. Wir können wirklich mit unserem System die Navigationspfeile statisch in der Welt verankern und können quasi den Nutzern genau zeigen, wo sie langfahren müssen, ohne dass sie runter auf ein Handy schauen müssen oder auf Karten, um sich so ablenken zu lassen. Und das dritte Feature ist, was wir den Curve Guardian nennen. Das ist, über unsere Optik schaffen wir es wirklich 3D-Content zu rendern, können quasi den Weitergang oder die Fortführung der Straße dem Fahrer anzeigen lassen. Das ist vor allem bei kurvenreichen und sehr engen Kurven enorm wichtig und enorm hilfreich, dass die Fahrer wissen, dass sie Geschwindigkeit reduzieren müssen. Und genau. Das ist Isis Rider. Ich kann euch leider in 5 Minuten nicht so viel erklären. Ich bin glücklich, dann mit euch darüber zu sprechen. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Isis Rider bringt also die Augmented Reality aufs Motorrad. Wir werden in Zukunft also viele Fahrtinformationen direkter und effizienter zur Verfügung gestellt bekommen.
Ihr habt jetzt mit Motorradhelmen angefangen. Gibt es ja noch andere Ideen. Was wären die nächsten oder die anderen Anwendungsbereiche, die ihr seht? Also ich denke an alle, die Helme tragen, oder wo geht das hin? Genau, also es ist eigentlich, ist applicable auf jede wirkliche dynamische Sportart, wo man auf einem dynamischen Gerät unterwegs ist, wo die herkömmlichen Augmented Reality Tracking Solution einfach nicht funktionieren. Und das geht vom Snowboardfahren auf Quadfahren, auf Bootfahren, es ist wirklich endlos. Und wir haben das Motorrad gewählt, weil es natürlich als einfachstes Konzept am Anfang funktioniert. Man hat schon einen Helm auf, man ist auf einem Motorrad unterwegs, der Strom hat, genau. Nico Zobernik, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in euer Unternehmen. Vielen Dank. Und ich möchte gleich weiterleiten. Wir kommen nun zu einer spannenden und erfolgreichen Jungunternehmerin, die uns das zweite Startup des heutigen Abends präsentiert. Im letzten Jahr hat Forbes die ETH-Doktorandin Nicole Agutter für ihre Forschung auf die Liste 30 Under 30 Europe in der Kategorie Produktion und Industrie gesetzt. Mit welchen Innovationen sie mit Antefil Composite Tech die Baubranche verändern will, zeigt uns COO Nicole Agutter nun persönlich auf. Herzlich willkommen. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Ja. Es freut mich äußerst, heute hier zu sein und Ihnen zu erklären und zu zeigen, wie wir mit Antefil einen neuen Standard in der Produktion von Leichtbaustrukturen setzen. Fast 90% aller Leichtbaustrukturen beinhalten Glas als Verstärkungsfaser. Wir konzentrieren uns hierbei zum Beispiel auf die Verstärkung von Gipsstrukturen, aber auch die Anwendung dieser Fasern als endlose Faserverstärkung für die Gewichtsreduktion von bewegten, aber mechanisch belasteten Teilen. Schauen wir uns doch einfach mal zwei Beispiele hier explizit an. Wir haben auf der einen Seite die Automobilindustrie, die bereits faserverstärkte Kunststoffe verwendet. Jedoch sind die Halbzeuge dafür sehr teuer, weil sie in einem langsamen und energieineffizienten Prozess hergestellt werden. Das hat zur Folge, dass das Halbzeugmaterial extrem teuer wird und somit eben sehr schlecht geeignet ist für einen so kostensensiblen Markt mit großen Stückzahlen. Auf der anderen Seite haben wir die Windenergie. Die Produktion von Rotorblättern funktioniert heute so, dass die trockenen Faserbündel mit einem Kunststoffharz imprägniert und ausgehärtet werden. Das braucht heute für ein einzelnes Blatt mehr als einen Tag Zykluszeit und kostet bis zu 500.000 US-Dollar. Und hinzu kommt, dass diese Kunststoffharze nicht rezyklierbar sind, wodurch die Blätter nach der Außerbetriebnahme einfach auf der Mülldeponie landen. Die Lösung dafür liegt in Antefils mikrostrukturierten Fasern. Das generelle Problem, das wir haben, ist, wie vereinen wir den Kunststoff mit der Faser in einem schnellen und effizienten Prozess, sodass am Ende ein qualitativ hochwertiges Produkt entsteht. Wir machen das, indem wir einzelne Glasfasern mit einer präzisen Menge an schmelzbarem Kunststoff vereinen. Eine einzelne Faser ist hierbei etwa 7-mal dünner als ein menschliches Haar. Textile aus diesen Fasern werden zu leichten Strukturen praktisch instantan, lediglich durch Applizieren von Temperatur und leichtem Druck. Aber wie profitieren nun die Hersteller von Automobilstrukturen und Windturbinenblättern von unserem Material? Nun, wir offerieren eine Reduktion in der Zykluszeit und Reduktion in den Halbzeugkosten. Gleichzeitig offerieren wir bessere Materialqualität und mechanische Belastung. Hinzu kommt, dass wir Thermoplasten verwenden. Das heißt, wir ermöglichen den Einsatz von thermoplastischen Verbundwerkstoffen in Bereichen, wo das heute nicht möglich ist, wie eben beispielsweise in der Windenergie. Das hat den Vorteil, dass generell der Produktionsprozess sauberer wird. Wir ermöglichen aber auch neue Schweiß- und Verbindungstechnologien. Und weil die Ausgangsmaterialien grundsätzlich rezyklierbar sind, ebnen wir den Weg für eine zirkulärere Materialökonomie im Bereich der Verbundwerkstoffe. Wir kommen aus der Forschung, aus der ETH und haben bereits mit unserer Prototypenanlage die
erreicht, dass wir mehrere Gramm Material pro Tag produzieren können. Das ist genügend so, dass wir einzelne kleinere Pilotprojekte mit potenziellen Kunden in Nischenapplikationen und der Automobilindustrie beliefern können, sodass wir unser Material mit deren etablierten Prozessen testen können. Damit wir größere Komponenten herstellen können, sind wir aktuell dabei, eine skalierte Pilotanlage zu realisieren, finanzieren und eine geeignete Lokalität dafür zu finden. Das Team hinter Antefil ist sehr interdisziplinär. Wir bestehen momentan aus den vier Gründern, Christoph, Paolo, Thomas und mir, und haben bereits unseren ersten Prozessingenieur Alex an Bord. Wir haben zusammen die Technologie hinter Antefil entwickelt und vereinen mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bereich der Verbundwerkstoffe. Damit wir unserer Vision von einer kostengünstigeren und effizienteren Produktion von Leichtbaustrukturen etwas näher kommen, sind wir aktuell auch unser Team am Vergrößern. Denn wir sind grundsätzlich der Meinung, dass wir nur gemeinsam einen neuen Standard in der Produktion von Leichtbaustrukturen definieren können. Vielen herzlichen Dank. Ja, nachhaltig, hochwertig und sicher. Die Werte von Antefil Composite Tech, die überzeugen. Ich habe vorhin auf der Folie gesehen, Nico Legerter, die Kreative im Team, seid jetzt in der Phase, wo die Pilotprojekte anlaufen und da kommt ja jetzt die Kreativität ins Spiel. Da braucht es deinen Einsatz jetzt umso mehr, oder? Mit all den verschiedenen Anwendungen, die da in Frage kommen für euer Produkt. Das auf jeden Fall. Ich glaube aber letztlich ist es, also vor allem dadurch, dass wir ein sehr kleines Team sind momentan noch, ist es auch sehr stark eine gemeinsame Leistung, die uns jeden Tag einen Schritt weiterbringt. Ich wünsche auf dem weiteren Weg viel Erfolg. Vielen Dank, Nico Legerter, Antefil Composite Tech. Ja, meine Damen und Herren, wir haben soeben viel von Leichtbau und Baumaterialien gehört. Mit dem nächsten Startup-Unternehmen bleiben wir unter anderem auch in diesem Umfeld, nämlich auf der Baustelle. Aber es ist ein Produkt, das eigentlich überall dort eingesetzt werden kann, wo Menschen mit schweren Einzelteilen oder Ähnlichem arbeiten. Wir kommen nun zur Firma Auxivo. Ich freue mich jetzt mehr über die innovativen Lösungen dieses Spin-offs zu erfahren, und zwar von Rachel van Sluis, Doctor of Science in Neurowissenschaften und Senior Scientist beim ETH-Spin-off Auxivo. Vielen Dank. Guten Abend. Ich bin heute hier, um euch Auxivo vorzustellen. Wir machen tragbare Technologien, die Menschen unterstützen bei körperlich schwerer Arbeit und sie damit schützen. Körperlich anstrengende Arbeit verursacht Verletzungen und Kosten. Es gibt mehrere Unterstützungsmethoden für Heben, aber trotzdem müssen Menschen noch viel körperliche Arbeit machen. Zum Beispiel in diese Fotos von unseren Kunden im Bauwesen, in Logistik, in Gepäckabfertigung. Und diese schwere Arbeit verursacht eben Verletzungen, vor allem muskuloskeletale Verletzungen wie Rückenschmerzen. Das führt zu Krankheitstagen und das führt zu Kosten für die Arbeitgeber und für die Gesellschaft. Auxivo entwickelt Exoskelette zur Verringerung von Arbeitsbelastung und Gesundheitsrisiken. Wir haben seit 2020 unser erstes Produkt auf dem Markt, den Liftsuit, der Menschen unterstützt beim repetitiven Heben, aber auch bei Arbeit in vorwärts gebeugte Haltungen. Und seit 2021 eben den Carrysuit, unser zweites Produkt, die unterstützt beim Tragen von schweren Lasten, wie hier im Fensterbau. Und wir haben jetzt noch zwei weitere Produkte, die wir dieses Jahr auf den Markt bringen wollen und noch viel mehr Ideen. Und jetzt zu meiner Rolle innerhalb von Auxivo. Ich bin eben Bewegungswissenschaftlerin und es ist meine Verantwortung, diese Produkte zu validieren, zu schauen, ob sie einen positiven Einfluss auf die Benutzer haben. Das mache ich vor allem
indem dass ich Muskelaktivität messe, zusammen mit einem kleinen Team, aber auch Herzfrequenz und Bewegungsablauf analysiere. Hier gibt es dann ein paar Zahlen, die wir dann zusammen gebracht haben. Auf der linken Seite eine Hebezyklus. Es gibt eine erste Spitze in der Rückenmuskelaktivität beim Anheben von der Last und eine weitere Spitze beim Absenken von der Last. Und die rote Linie ist mit dem Lift, ist ohne Liftsuit und die blaue Linie mit Liftsuit. Und man sieht, dass für diese Person die Rückenmuskelaktivität deutlich reduziert ist während der ganzen Hebezyklus. Wir machen dann auch Studien mit größeren Stichproben wie letzten Herbst 30 Probanden und dann gibt es diese Mittelwerte. Auf der rechten Seite hier ein Studie von dem Carry Suit, wo wir wirklich sehen, dass die Muskelaktivität im Rücken, aber auch im Schulter und im Arm deutlich reduziert sind. Und diese Messungen stimmen auch überein mit der Empfindung von unseren Kunden. Wir haben jetzt Kunden in vielen unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel Flughafen, Gepäckabfertigung, Logistik und Lagerhaltung, Bauwesen, Landwirtschaft, vor allem eigentlich Weinanbau, ist großes Interesse, aber auch Gesundheitswesen, zum Beispiel in die Altersvorsorge, im Militär, Notfalldienste und im Transportwesen. Und damit möchte ich euch schon herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit und vielleicht sprechen wir uns dann nachher noch. Ja, Rachel, ich habe gelesen, seit über 100 Jahren wird eigentlich schon an dem Konzept von Exoskeletten geforscht und nun ist es also ein ETH-Spin-off, das hier führend ist mit einer der innovativsten Lösungen am Markt für viele verschiedene Branchen. Der Frühling kommt, die Gartenarbeit, erledigst du die jetzt schon mit dem Exoskelett oder wie lange dauert das noch, bis das einsatzbereit ist? Nein, also es ist einsatzbereit und vor allem auch beim Zügen wird es häufig benutzt von Mitarbeitern auch. Natürlich, es ist wichtig, das selbst auch auszuprobieren. Also auch für den Endnutzer ein Produkt, das bereits im Einsatz stehen kann. Wir hoffen natürlich, dass ihr mit Auxivo eine weitere Schweizer KMU-Erfolgsstory schreiben werdet. Vielen Dank für diese Präsentation, Rachel van Sluis. Ja, meine Damen und Herren, wir haben gesehen, die Schweizer Firmen und wir wissen es auch, die Schweizer Firmen und vor allem auch unsere KMU, die sind seit jeher innovativ. Es gibt unzählige Erfolgsstories zu erzählen und genau das macht ja auch der Swiss Venture Club immer wieder. Insbesondere natürlich mit dem renommierten Unternehmerpreis Prix SVC, der in 8 Wirtschaftsregionen jeweils im 2-Jahres-Rhythmus vergeben wird. Eines der bisher ausgezeichneten Unternehmen war auch die Firma Maxon Motor AG aus Sachsen im Kanton Obwalden, die 2006 den Prix SVC Zentralschweiz gewonnen hat. Damit kommen wir nun zu einem weiteren Highlight des heutigen Abends, diesmal aus dem Teil Experience, wobei man nicht vergessen darf, Innovation wurde und wird bei Maxon natürlich auch heute noch groß geschrieben. Wir dürfen nun Dr. Ulrich Klassen hier bei uns begrüßen. Ulrich Klassen studierte Physik an der Technischen Universität München, wo er 1986 doktorierte und er erwarb anschließend 1998 ein Executive MBA an der Hochschule in St. Gallen. Ulrich Klassen kam zeitlich passend zum Gewinn des Prix SVC zur Maxon Motor AG und er war dort dann bis Ende 2021 in der Geschäftsleitung zuständig für Forschung und Entwicklung und hat damit die Maxon Erfolgsgeschichte auch nach dem Sieg beim Prix SVC maßgeblich mit weitergeschrieben. Heute ist er Verwaltungsrat von Maxon Schweiz sowie Mitglied des Vorstandes der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften und des Technoparks Luzern. Herr Klassen, wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Vielen Dank, Herr Howard, für die freundliche Einführung.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin sehr beeindruckt, was ich gesehen habe bei den Startups. Ich soll jetzt hier die etablierte Firma vertreten. Ich habe mein Berufsleben in großen Firmen verbracht, bis auf eine Ausnahme beim CSM. Man hat uns immer gesagt, wir müssen uns verhalten wie Startups. Ob uns das gelungen ist, damit wir innovativ bleiben, das muss man sehen. Ich möchte Maxon vorstellen. Ich habe etwas mehr Zeit als die Startups, vielleicht etwas ungerecht, aber ich werde mich kurz fassen. Von der Erde bis zum Mars. Maxon ist im Kanton Obwalden seit 60 Jahren. Man fragt sich, wie ist Maxon da hingekommen? Also da hinten ist das Dorf Sachseln, Maxon ist südlich davon. Und es ist eigentlich die ersten 10 Jahre recht klein gewesen als Unternehmung. Und so ist es mit allen Firmen dort in der Zentralschweiz so gewesen, dass die in den ersten 10 Jahren eigentlich relativ klein waren. Die Entwicklung hat sich erst nach 10 Jahren richtig gezeigt. Deshalb sollte man als Start-up vielleicht nicht zu viel am Anfang erwarten. Es sind dann verschiedene Gebäude hinzugekommen. Heute ist das der Sitz der Konzernleitung. Es sind 1200 Mitarbeiter, 1200 Mitarbeiter dort. Und wir haben eine eigene S-Bahn-Station. Die Mehrheit der Mitarbeiter von Maxon Motor, es sind mittlerweile 3000, ist aber heute im Ausland. Was macht Maxon? Maxon macht Gleichstromantriebe, nur Gleichstrom. Motoren, Getriebe, Winkelsensoren, Drehgeber, Steuerungen, Servo-Amplifier und Positioniersteuerung. Mehr nicht. Und diese kommen in Familien. Je länger der Motor, je größer der Durchmesser, je stärker der Motor. Und wir müssen jedes Jahr 20.000 Varianten für unsere Kunden kreieren. Also ich habe hier gelernt bei Maxon, was eine Supply Chain mit Lieferanten, was das bedeutet und was ein Variantenmanagement bedeutet. Es gibt ganz verschiedene Bauformen, auch für Gleichstrommotoren. Und es hat einer mal gesagt, this is not rocket science. Und es stimmt, es ist vielleicht jetzt nicht rocket science. Das Prinzip des elektrischen Motors ist über 160 Jahre bekannt. Aber in der Vielfalt der Ausprägung und in den Anforderungen wird das Ganze doch für Ingenieure interessant. Und hier sind 4 Beispiele genannt. Oben links das E-Bike. Maxon macht einen Antrieb, einen Nabenmotor, aber jetzt auch einen Motor, der sehr leicht vorne im Rahmen ist. Wir sehen dann unten links sehen wir Flugzeuge. In der Flugzeugindustrie wechselt jetzt die Hydraulik auf Elektrik. Da gibt es viele Möglichkeiten, um unsere Antriebe einzusetzen. Klappensteuerung, Heizung, Lüftung, Klima. Dann sehen wir oben rechts das Gebiet, was wir alle mögen. Die mobilen Roboter, die Überalterung der Gesellschaft, der Roboter, der das Geschirr abräumt. Dort brauchen Sie Antriebe in den Fingergelenken, die sehr stark sind, aber auch in der Hüfte, wo die größten Kräfte auftreten. Und Sie sehen Medizintechnik-Roboter, wo heute Prostata-Operationen routinemäßig mit diesen Robotern gemacht werden, wo der Arzt an der Konsole sitzt. Und unsere Ingenieure, die sind jetzt nicht spezialisiert auf einzelne Anwendungen, sondern die sind in verschiedenen Themen. Und das macht das Gebiet doch interessant. Wie viel Umsatz macht Maxon? 2020 waren es über 500 Millionen. Im letzten Jahr haben wir eine große Steigerung gehabt, Nachholbedarf Corona, plus 13%, über 600 Millionen. Man muss sich fragen, wie ist das möglich, 600 Millionen mit den Antrieben. Aber es ist möglich, wenn Sie einen großen Vertrieb haben, eine starke Fertigung und eine starke R&D. 3000 Mitarbeiter, wir sind privat, wir sind im Besitz einer Familie und wir haben Werke nicht nur in der Schweiz, sondern in Deutschland, in Ungarn und auch in Korea. Korea ist für uns wichtig als Zugang zum asiatischen Markt. Wir haben auch ein Forschungszentrum in Korea. Kein Asiate würde warten, bis ein Ingenieur in Sachsen reagiert. Ja. In Asien müssen sie schnell bedienen und sie müssen vor Ort sein. Wir haben 10 R&D-Center, wir geben ungefähr 40, 50 Millionen im Jahr aus für R&D.
Wir arbeiten auf vier Gebieten und ich gehe jetzt schnell durch die Folien. Industrieautomation, ein ganz weites Feld, ganz unterschiedliche Antriebe, die dort eingesetzt werden, bis hin zur Laborautomation, Corona-Tests. Dort werden unsere Motoren eingesetzt, aber auch andere Typen von Motoren, Stepper-Motoren. Wir sind in der Medizintechnik, Bestrahlungsgeräte, Insulinpumpen, Chirurgieroboter, wie wir gesehen haben, dort in der Regel eher kleine Motoren im Einsatz, Prothesen, wir haben eben Exoskelette gehört. Man kann auch aktive Exoskelette bauen, wo man dann eben Motoren einsetzt. Mobility ist ein sehr stark wachsendes Gebiet, autonome Fahrzeuge, die in Lagerungssystemen, in Hochregallagern arbeiten. Zu diesem Bereich gehört auch die E-Mobilität und auch die mobile Robotik haben wir dort zusammengefasst, wo wir dann eigentlich nicht mehr einzelne Motoren machen, sondern wie man hier unten sieht, ganze Antriebssysteme, wo die Elektronik nachher die Bewegung des Roboters steuert, der ja dann auf unbekanntem Terrain läuft und wo man die Impedanz regeln muss. Luft- und Raumfahrt, ein wichtiges Gebiet für uns. Wir sehen die drei Personen. In der Mitte ist gerade ein Drohnenmotor. Maxon bewegt sich auch in Richtung Drohnen. Die Mehrzahl der Antriebe kommt natürlich aus China und wir versuchen mehr den High-End-Bereich bei Drohnen abzudecken. Lange Zeit kannte man Maxon nicht und das ist auch nicht weiter schlimm. Was uns bekannt gemacht hat, waren die Mars-Roboter der NASA und auch später der ESA, der European Space Agency. Sie sehen hier ein schönes Bild vom Mars, aufgenommen während der Rosetta-Mission beim Vorbeiflug. Die Sonde hat immer wieder Schwung genommen, ist beim Mars vorbeigefahren. Und dieses Thema Mars ist natürlich für uns kein großes Geschäftsfeld, aber es ist ein hochinteressantes Feld, wo wir junge Ingenieure begeistern können und wo wir uns messen können und wo wir auch auf neue Lösungen kommen, die vielleicht in der Medizintechnik dann irgendwann angewendet werden können. Alle Mars-Missionen sind in der Nähe des Äquators gelandet, entweder ein bisschen nördlich oder südlich. Wir sehen hier den roten Marsstaub mit dem Eisenoxid und dem Quarzit. Wir sehen Krater, es gibt 20 Kilometer hohe Berge auf dem Mars. Und wir sehen die beiden Polkappen, weiß, die so eine Mischung sind aus gefrorenem Wasser und CO2. Und die neueste Mission ist die NASA-Mars-Mission, die heißt Mars 2020. Sie ist nämlich in 2020 gestartet, am 30. Juli, und ist 6 Monate später gelandet. Hier ist Maxon dabei, aber nicht mehr wie früher als alleiniger Lieferant. Vor 20 Jahren, wo diese Missionen haben Vorlaufzeiten von 10, 20 Jahren, hat die Bush-Administration mal beschlossen, alle Europäer raus aus der Mission. Und dann ist man nur noch gekommen, wenn man wirklich etwas brauchte. Und wir haben hier im Rover einige sehr flache Motoren, die auch sehr gut erprobt sind. Denn was macht dieser Rover mit dem Namen Durchhaltevermögen, Perseverance? Er hat vorne einen Bohrkopf und man möchte Gesteinsproben nehmen, die man dann auf dem Mars ablegt und dann 10 Jahre später wieder abholt. Und es hat im Chassis vom Rover hat es ein Karussell, wo diese Proben abgefüllt werden in Röhren. Und dazu brauche ich Roboterarme und in diesen Roboterarmen sind Maxon-Motoren. Die anderen Motoren, also insbesondere das Bogie und eben der Bohrer und der Kameramast, sind amerikanische Motorhersteller. Das ist einfach so. Anders wäre es gewesen bei der ExoMars-Mission der ESA und vielleicht haben Sie das mitbekommen. Auch diese Mission sollte 2020 starten, konnte aber nicht starten wegen Corona, weil die ESA, das sind verschiedene Länder, die zusammenarbeiten und die haben ihre Flüge nicht koordinieren können für die Zusammenarbeit. Die Amerikaner haben ein sehr starkes Projektmanagement und die haben das gekonnt und die sind einfach gestartet. Leider wird diese ExoMars-Mission so schnell nicht fliegen. Wir haben den Krieg in der Ukraine. Man hat die Zusammenarbeit mit Russland für dieses Projekt aufgekündigt. Und es ist wirklich für Maxon schade, weil da wären wir auch im Bogie, da wären wir im Bohrkopf und im Kameramast. Und so sind wir nur bei der NASA dabei.
Aber es ist interessant, weil es hat noch diesen Helikopter und ich komme später noch drauf. Man ist hier gelandet in dem Jezero-Krater. Die Meinung ist, dass der früher mal mit Wasser gefüllt war. Und was man dort sucht, sind sogenannte biogene Sedimentgesteine, also von Bakterien und Sedimenten erzeugte Ablagerung, die es auch in Australien noch gibt. Und man hat mir gesagt, auch im Sentis-Gebiet würde es das noch geben in der Schweiz. Der Helikopter. Das war lange die Frage, ob er fliegen kann. Und wir sehen, der Helikopter ist abgehoben. Es gibt hier noch einen Titel. Es war eigentlich der dritte Flug im letzten Jahr vom Helikopter. Er hebt ab und bewegt sich aus dem Bild raus. Es ist ein absolutes Novum. Ah, er kommt jetzt schon wieder zurück. Das Movie wurde gekürzt. Es hat Maxon-Motoren an Bord vom Helikopter. Nicht der Motor, der die beiden Propeller antreibt, sondern, und das sieht man auf dem nächsten Slide, es sind die Motoren, die die Orientierung der Propeller im Raum steuern, die sogenannten Taumelscheiben. Drei Motoren für jeden Propeller, sechs Motoren. Und dieses Bild ist eigentlich besonders toll, weil man sieht auf dem Mars die Maxon-Motoren. Der Helikopter hat dort gestanden, er wurde abgesetzt und hat die Temperaturzyklen mitgemacht, minus 120 Grad in der Nacht, plus 20 am Tag. Und wir haben auch nicht gewusst, ist es jetzt möglich, dass er fliegt und dass er funktioniert. Er hat funktioniert. Sie können übrigens den Motor kaufen. Also das ist so ein 10 mm Motor. Der Typ heißt halt DC für DC-Motor X10. Es ist jetzt nicht derselbe, der auf dem Mars ist. Man hat die Bürsten anders schmieren müssen. Man wollte Bürstenmotoren, sind besonders leicht. Man hat Gewicht noch rausgenommen. Aber es ist einfach toll, dass das Ganze funktioniert hat. Man sieht übrigens schön den Marsstaub hier auf den Photovoltaikzellen vom Helikopter. Und das hat uns alle sehr gefreut. Wo ist der Roboter heute? Nachdem er gelandet ist, Sol ist ein Tag auf dem Mars. Ist er 13 Tage da ein bisschen hin und her gefahren, dann nach Süden und dann wieder hoch nach Norden. Der Roboter bewegt sich in dieses Flussdelta hinein. Wir sehen hier rechts ein Bild vom 8. April. Und was wir hier sehen, ist der Energieantrieb. Im Gegensatz zu früheren Missionen hat man für den großen Rover keine Solarzellen mehr. Die haben sich alle mit Staub bedeckt, haben nachher nicht mehr funktioniert. Wir haben hier einen thermonuklearen Antrieb und man sieht noch die Antennen für die Kommunikation. Gesteinsproben wurden genommen, aber noch nicht abgelegt. Und wir hatten letztes Jahr Besuch von dem Herrn rechts, Thomas Zurbuchen, ein Schweizer, der der zweithöchste NASA-Chef geworden ist, der sogenannte Associate Administrator für das Science Mission, im Science Mission Directorate. Herr Zurbuchen war auch schon hier an der ETH und wir waren eigentlich sehr froh, dass er gekommen ist. Er hat einen sehr charismatischen Vortrag gehalten und für uns als Firma, die in Kupferdrähten wühlt und in Eisen und Aluminium, war das wirklich sehr, sehr gut. Wir sehen noch die Projektleiterin, Frau Costa. Wir sehen unseren CEO, Herrn Elmiger und Robin Phillips, der das Space Lab leitet. Wie kann Maxon sich jetzt am Weltmarkt behaupten? Der Kunde steht bei uns im Zentrum. Wie bei Ihnen sicher auch. Was der Kunde sagt, das muss ernst genommen werden und man muss reagieren. Wir haben eine sehr große Organisation international, das dämpft uns immer ab. Wenn es einem Land mal nicht gut geht, dann kommt das andere Land. Wir brauchen eine starke Produktion. Lieferbereitschaft ist ein großes Thema, wenn Sie Geschäft machen wollen, wo andere nicht liefern können. Und natürlich das Thema, was für mich immer wichtig war, eine starke Forschung und Entwicklung. Lean-Prinzipien und die Innovation. Was ist jetzt Innovation? Es gibt viele Ansichten. Ich kann das nicht vertiefen, ein Vortrag für sich. Einen guten Ausspruch finde ich den von Herrn Le Platinier, der frühere Verwaltungsratspräsident vom CSM. Innovation benötigt die richtigen Projekte, die richtigen Leute und das richtige Umfeld. Meine Frau hat gesagt, das ist aber ziemlich allgemein und das stimmt. Aber eben die richtigen Projekte. Welches Projekt mache ich mit der ETH?
Das muss ich mir überlegen, als CTO und auch in der Firma. Welche Leute stelle ich ein? Immer dieselben oder verschiedene? Und wie sorge ich dafür, dass das Umfeld in einer großen Firma wirklich kreativ bleibt und nicht abstumpft? Also ich finde es noch einen ganz guten Spruch. Ist natürlich noch nicht die Lösung. Ich brauche auch neue Technologien. Neue Technologien sind immer Quelle der Innovation. Und ich empfehle zum Beispiel den Technology Outlook der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften. Sie haben es gehört, ich bin dort auch dabei. Dieses kleine Buch ist entstanden mit den ETH-Professoren. Die ETH leistet hier einen ganz entscheidenden Beitrag, auch Leute aus der Industrie, einfach so als Inspiration. Und mein letztes Slide. Ich empfehle unbedingt die Zusammenarbeit mit Hochschulen und Start-ups. Sie bekommen neue Ideen. Maxon ist diesen Weg gegangen vor einigen Jahren. Wir haben sogar jetzt uns von Sachsen nach Zürich-Oerlikon bewegt, weil dort entsteht ein Robotik-Kompetenzzentrum. Anybotics ist dort, ein Startup der ETH. Wir arbeiten mit ihnen zusammen. Wir arbeiten auch mit im National Thematic Network Robotics. Wir sind dabei beim Cybathlon. Das ist der Sportwettbewerb für Schwerstbehinderte, der von der ETH veranstaltet wird. Und wir betreiben On-Campus Labs in Luzern. Da kommen unsere Fachhochschulingenieure her. Die müssen Maxon kennen. Deshalb sind wir dort auf dem Campus noch nicht sehr lange. Aber es ist eine gute Idee. Und natürlich auch an der EPFL. Wir brauchen auch den Kontakt in die Romandie. Dort haben wir auch ein Labor und dann noch zusammenarbeiten mit anderen Universitäten in anderen Ländern. Damit bin ich am Ende. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Dr. Klassen. Also wir sehen, Schweizer Technik von Maxon ist nicht nur, wie es auf der Firmenwebseite angepriesen wird, in der Schweiz geboren, in die Welt gewachsen, sondern schon weit über die Welt hinausgewachsen, wenn wir das so sehen. Sind auf dem Mars gelandet. Es stellt sich ein bisschen die Frage, what's next? Wohin geht die Reise von Maxon? Geht sie noch weiter weg vom Planeten Erde? Oder wo sehen Sie die wichtigsten Projekte in den kommenden Also 15 Jahren. Das Thema Mars werden wir sicher weiter besetzen. Es ist für uns auch ein Thema natürlich, was mit unserem Namen verknüpft ist. Aber das Geschäft ist nicht dort. Das Geschäft aus meiner Sicht ist in der Robotik. Und wir stehen dort erst am Anfang. Und wir haben in den letzten Jahren hier Wissen aufgebaut, zusammen mit der ETH. Und wir werden uns in diesem Gebiet Robotik weiter vertiefen. Es hängt doch mit autonomem Fahren zusammen, mit autonomen Transportfahrzeugen, die in Hochregallagern fahren. Da sehe ich die Zukunft. Also nochmals ein großes Dankeschön, Herr Dr. Klassen. Vielen Dank. Sehr gerne überreiche ich auch Ihnen einen der exklusiven Garandasch Equidor Golfkugelschreiber. Sehr edel. Und auch Sie laden wir ganz herzlich ein. Zweijährige Einzelmitgliedschaft bei uns im Swiss Venture Club und wir würden uns natürlich sehr freuen, Sie auch an einem unserer nächsten Events wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Herr Horst. Vielen Dank, Herr Klassen. Dankeschön. Ja, wir kommen nun zum zweiten Block unserer Spin-offs, die wir Ihnen heute Abend vorstellen dürfen und gleich zu unserem nächsten ETH-Startup. Und zwar ist das Idun Technologies. Den meisten von Ihnen, liebe Anwesende, ist sicher das Internet of Things, das Internet der Dinge, ein Begriff. Aber was ist mit dem Internet of Humans? Falls Sie noch nie etwas davon gehört haben, dann klärt Sie Simon Bachmann jetzt sicher gerne auf. Simon Bachmann hat an der ETH Gesundheitswissenschaften und Technologie studiert und er ist Co-Founder und CEO von Idun Technologies. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Es ist schön, dass ich hier für Sie sprechen darf. Bevor ich in die Präsentation reingehe, kleiner Fun Fact. Der erste Startup-Pitch, den wir mit Idun Technologies gemacht haben, war genau hier, war genau in diesem Raum, der Entrepreneurs Club Award. Das ist jetzt
ziemlich genau 5 Jahre her und es ist natürlich immer eigentlich eine Ehre, hier zu sein für so etwas. Ich präsentiere Idun Technologies und wir ermöglichen das Internet of Humans oder das Internet der Menschen. Hat ein bisschen einen komischen Klang auf Deutsch. Aber was das eigentlich bedeutet, und das wurde auch schon angekündigt, ist die nächste Evolution des Internets. Wir möchten den Menschen an das Internet anbinden. Wir möchten eine neuronale Schnittstelle zwischen Gehirn und Internet kreieren. Und wieso möchten wir das tun? Die Vision unseres Unternehmens ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und wir glauben, dass wir das ermöglichen können, wenn wir verstehen, welche neurophysiologischen Prozesse im Gehirn ablaufen. Das Gehirn ist eines unserer letzten Blackboxes unseres menschlichen Körpers. Und ich vergleiche es immer gerne ein bisschen zum Ozean, weil wir auch die ganzen Tiefen des Ozeans noch nicht wirklich kennen und verstehen. Wir wollen emotionale und kognitive Prozesse des Gehirns quantifizieren, weil wir glauben, dass wir mit diesem Wissen Gesundheit und mentales Wohlbefinden fördern können. Das Schöne am Gehirn ist, heute geht es um Neurotechnologie in meinem Vortrag, das Schöne am Gehirn ist, alles, was wir tun, startet im Gehirn. Das heißt, der Hebel, den wir auf den Alltag haben, ist mit dieser Technologie möglicherweise sehr, sehr groß. Konnektivität ist ein großes Thema. Vielleicht haben Sie schon mal vom Term Metaverse gehört, der von Facebook oder von Meta auch sehr stark gefärbt wurde in den letzten Wochen und Monaten. Vielleicht sagt Ihnen auch das Web 3.0 etwas, aber es geht um die Konnektivität des Menschen untereinander, aber auch mit dem Internet. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel bringen, der Smartwatch, die Apple Watch, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen kennen, vielleicht auch ein paar gerade hier anhaben. Wir sind mit der Smartwatch von einem Schrittezähler zu einem FDA-zugelassenen Vorhofflimmern-Diagnosegerät in nur 5 Jahren gegangen. Und ich finde das ein wirklich illustratives Beispiel, wie schnell sich eigentlich Wearable Devices vorwärts bewegen. Wir glauben, dass es einen Formfaktor braucht, um Gehirnwellenmessungen im Massenmarkt zu machen, weil dieser Formfaktor existiert noch nicht. Wir glauben aber, dass eigentlich alle Puzzleteile dafür da sind. Und wir reden von Kopfhörern, also vielleicht die AirPods Pro, die auch vielleicht einige von euch besitzen. Warum sind Earbuds so interessant, um Gehirnwellenmessungen zu machen? Einerseits, es ist leistungsfähige Elektronik darin. Zweitens, es befindet sich an einer Position im Körper, wo Gehirnwellenmessungen durch den Ohrkanal auch sehr, sehr gut möglich ist. Und drittens, man kann auch sogenannte Brain Modulation machen, also einen direkten Input auf einen mentalen Zustand erzielen, um zum Beispiel Schlafqualität zu verbessern. Wie das funktioniert, werde ich Ihnen gleich zeigen. Das ist das, was wir als Unternehmen Idun Technologies machen. Wir kreieren die intuitivste Schnittstelle zwischen Gehirn und Internet. Wir kommen natürlich, wie alle Startups hier, aus der ETH. Und was bei uns eigentlich die Kerninnovation war, war ein leitungsfähiges Material, das die elektrische Aktivität von Gehirn über die Haut aufnehmen kann. Wir haben uns dann überlegt, was kann mit diesem Sensormaterial entwickelt werden, haben auch Elektronik und Software und die ganze Bandbreite der Wertschöpfungskette abgedeckt und heute haben wir die Guardian Neurointelligenz-Plattform. Ich trage gerade dieses Gerät, um Ihnen auch zu zeigen, wie einfach zu benutzen, also wie mobil man auch sein kann mit modernen Gehirnwellensmessungstechnologien. Und wir übersetzen diese Gehirnwellen in sogenannte Actionable Insights. Das bedeutet, dass die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit diesen Actionable Insights ihre Produkte und Services besser machen können. Wir messen die Gehirnwellen über den Hörkanal, wir prozessieren die auf dem Gerät, also wir können auch Sachen detektieren, wie zum Beispiel Kieferbewegungen, wenn jemand etwas am Essen ist oder wenn er am Sprechen ist, oder auch Augenbewegungen, wo eine Person zum Beispiel hinschaut. Wir laden dann diese Daten in die Cloud und wir lassen da unsere Machine Learning Classifiers drauf laufen, also um zu verstehen, welche neurophysiologischen Prozesse da ablaufen. Dann über die API geben wir diese Informationen schlussendlich unseren Partnern, um ihre Produkte und Services zu verbessern. Wie vorher kurz angeschnitten, unser Ursprung hier an der ETH, ursprünglich aus dem ITED, also Informations- und Elektrotechnik-Department, und die Materialinnovation haben wir dann in einem ersten Produkt auf den Markt gebracht. Das ist die Dryode Alpha, die wird auch heute noch im Markt verkauft, in über 23 Ländern. Da gehören auch Kunden aus Forschungsdepartments, wie zum Beispiel von auch Facebook oder heute Meta dazu.
Wir haben dann unter anderem auch Sony als Investor bekommen und haben eigentlich die Earbuds als Marktopportunity verstanden. Wir haben dann den Guardian, den ich heute so trage, letzten Sommer auf den Markt gebracht und validieren diese Technologie jetzt in spezifischen Anwendungsbereichen wie zum Beispiel Schlaf und Hörgesundheit. Die nächste Phase unseres Unternehmens ist, diese Plattform dann zu skalieren. Und wir arbeiten dann eigentlich mit dem Device direkt mit dem Endanwender zusammen. Das langfristige Ziel unseres Unternehmens ist, diese Technologie auf ein Chip oder auf ein Modul-Level zu bringen und dann an Unternehmen wie zum Beispiel Apple oder Samsung zu lizenzieren. Wir haben bereits mit verschiedenen Firmen in dem Schlaf- und Hörgesundheitsbereich zusammengearbeitet und können da auf starke und langfristige Partnerschaften bauen. Was ich als letztes Slide verwenden möchte, um hier nicht zu weit über die Zeit zu gehen, ist, unser Highlight ist immer das Team. Wir sind sehr, sehr stolz auf ein Team von über 20 Personen. Wir haben auch schon mehr als 5 Millionen an Kapital geraced. Und wir verbinden holistische Kompetenzen von Materialwissenschaften, Elektronik, Signalverarbeitung und Neurowissenschaften bei uns im Team. Und wir sind auch eines der größten Teams, die an In-Ear-EEG arbeitet, auch im Vergleich zum Beispiel zu Firmen wie Microsoft. That's it. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir später dann beim Apero noch ein bisschen miteinander reden können. Vielen Dank. Also in Zukunft vernetzen wir mit diesem Produkt einerseits Menschen untereinander, aber auch die Menschen direkt mit dem Internet. Du hast jetzt den Präsentator weitergegeben. Mhm. Der müsste ja eigentlich in Kürze überflüssig sein. Also wie lange dauert es noch, bis wir die Präsentation jetzt nur noch in Gedanken weiterschalten oder vor dem Fernsehgerät nur noch mit Gedankenexperimenten quasi zwischen den Sendern zappen? Das ist eine sehr gute Idee. Diese Demo existiert heute bereits, dass man zum Beispiel über Kiefer zusammenbeißen die Slides wechseln kann. Also das ist relativ simpel. Das kann man auch bei uns übrigens im Büro gerne ausprobieren. Wenn ihr mal vorbeikommen wollt im Glattpark, dann kann man auch zum Beispiel, je nachdem wo man hinschaut, verschiedene Geräuschquellen filtern oder verstärken. Sehr interessant. Simon Bachmann, vielen Dank für diese Präsentation. Dankeschön, herzlichen Dank. Ja, wir machen weiter und es ist ja so, dass Innovationen auch immer wieder durch aktuelle Probleme und auch Krisen vorangetrieben werden. Das haben wir nicht zuletzt auch in den letzten beiden Jahren in der Corona-Krise deutlich gespürt. Ein anderes Thema, das ist schon viel länger aktuell, als es Corona war, und es hat viele innovative Lösungen angestoßen. Ich spreche natürlich vom Klimawandel. Einen extrem spannenden Ansatz als Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zeigt uns nun Valentin Gutknecht auf, CEO des Startup-Unternehmens Neustark. Vielen Dank und guten Abend. Beton ist weltweit der größte Abfallstrom überhaupt und wir wandeln diesen zu einer CO2-Senke. Wir tun dies, um das Ziel von Netto-Null-Emissionen mitzuhelfen zu erreichen. Netto-Null können wir nämlich nur erreichen, wenn wir Lösungen finden, um nicht vermeidbare Restemissionen aus der Atmosphäre zu entfernen und permanent zu binden. Der Weltklimarat geht davon aus, dass wir bis 2050 solche Negativemissionstechnologien im Umfang von über 10 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr benötigen. Unser Medium, um Negativemissionen zu kreieren, ist Betonrückbaumaterial. Und dafür gibt es drei gute Gründe. Erstens hat das Material das chemische Potenzial, bis zu 60 Kilogramm CO2 pro Tonne zu binden. Zweitens ist es verfügbar durch eine existierende Recyclingindustrie. Und drittens aufgrund der schieren Menge und des Wachstums dieses Materialstroms. Und um dieses Potenzial auszunutzen, entwickeln wir nicht nur eine Technologie, sondern eine ganze
Lösung, die sich in bestehende Industrieprozesse integrieren soll. Das heißt, Betonrückbau wird heute schon gesammelt bei Unternehmen wie zum Beispiel der Toggenburger AG, wo wir den Geschäftsleiter hier haben, wird dort gebrochen und dann als Recycling-Kies wiederverwendet. Was jetzt neu ist mit Neustark, ist, dass wir diese Recycling-Betriebe ausstatten mit unserer CO2-Speichertechnologie und dann fortlaufend das notwendige CO2 anliefern, um den Prozess durchzuführen. Wir messen dann auch fortlaufend, wie viel CO2 gebunden wird und stellen über diese Menge CO2-Zertifikate aus, die wir dann auch vermarkten. Und diese ganze Wertschöpfungskette betreiben wir jetzt seit über einem Jahr im industriellen Maßstab. Sie sehen hier die Kläranlage Bern, wo wir in einem ersten Schritt CO2 abscheiden und verflüssigen. Wir bringen dann dieses CO2 zu den Recyclingunternehmen. Hier sehen Sie unsere mobile Pilotanlage, die im Verlauf des letzten Jahres von 20 Baustoffrecyclern in ganz Europa getestet wurde. Die haben zusammen 15.000 Tonnen Betonrückbaumaterial damit bearbeitet und rund 100 Tonnen CO2 gespeichert, mineralisiert. Basierend auf diesen Betriebsdaten hatten die ETH Zürich und das Paul-Scherrer-Institut eine Lebenszyklusanalyse zu unserem Prozess durchgeführt und die sind zum Schluss gekommen, dass wir durch die Energie und die Materialien, die wir verwenden in unserem Prozess, lediglich 70 Kilogramm rund CO2 generieren, wenn wir eine ganze Tonne CO2 aus der Atmosphäre entfernen und permanent binden. Die Integrität dieses Ansatzes hat dazu geführt, dass wir weltweit die allererste technische CO2-Senke sind mit einer Zertifizierung von Gold Standard. Gold Standard ist im Bereich der CO2-Zertifikate die weltweit vertrauenswürdigste, renommierteste Zertifizierungsstelle. Und wir konnten diese hochqualitativen CO2-Senken-Zertifikate auch bereits an namhafte Kunden über Langfristverträge im Finanzbereich, aber auch im Technologiebereich absetzen und wir verspüren hier eine enorme Nachfrage nach diesen Zertifikaten. Um der nachzukommen, müssen wir jetzt skalieren. Skalieren heißt für uns unter anderem stationärere und größere Anlagen zu bauen. Das konnten wir hier bereits realisieren mit dieser Anlage, wo wir die Container mit großen Silos ausgetauscht haben und somit bereits einen 20-fachen Scale-up zur Containeranlage erreichen konnten mit der Anlage, die wir vor einigen Wochen in Bern in Betrieb genommen haben. Wir sind unterwegs, aktuell mit einem noch kleinen, interdisziplinären, aber schnell wachsenden Team. Das Unternehmen wurde gegründet als ETH Spin-off von Johannes Tiefenthaler und mir. Johannes Tiefenthaler hat an der ETH kürzlich doktoriert. Ich selbst habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Genau, und wir wurden gefördert bis anhin von der Europäischen Union, der Klimastiftung Schweiz, der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Und der Challenge, der jetzt ansteht bei uns, ist ein Infrastrukturgeschäft rasch zu skalieren und zu internationalisieren. Und darüber werde ich mich im zweiten Teil des Anlasses besonders gern mit Ihnen unterhalten. Herzlichen Dank. Ja, auch hier ein sehr interessanter Ansatz, auch mit Blick darauf, wie beispielsweise die Klimabilanz von Neubauten, bei denen ja sehr viel Beton im Einsatz ist, deutlich verbessert werden kann. Annin Gutknecht, vor der Gründung von Neustark haben Sie auch schon in einem ETH-Spin-off gearbeitet, auch dort einen Bezug zu CO2, nämlich die Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre war das Ziel. Haben Sie noch weitere Ideen zur CO2-Reduktion in der Pipeline? Also die Idee zur CO2-Entfernung, das war nicht meine, da bin ich gestoßen und das hat dann unter anderem zu dieser Idee hier geführt. Und wir sehen aktuell nicht, dass wir zusätzliche Ideen benötigen, sondern wir brauchen viele Ideen, um die Idee jetzt maximal schnell zu skalieren und möchten uns ganz stark darauf fokussieren. Annin Gutknecht, auf diesem Weg wünschen wir Ihnen viel Erfolg. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke und dann gute Gespräche und hoffentlich viele erfolgreiche Projekte auch mit Neustark. Vielen Dank. Herzlichen Dank.
Als nächstes und bereits letztes Spin-off des heutigen Abends dürfen wir hier im Audimax Planted Foods begrüßen. Planted revolutioniert die Lebensmittelindustrie mit pflanzenbasiertem Fleisch. Das erfolgreiche Startup wurde dafür schon mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem holte es sich im Herbst 2021 den ersten Rang bei den Top 100 Swiss Startup Awards. Ich begrüße jetzt hier auf der Bühne Pascal Bieri. Pascal Bieri ist einer von vier Gründern von Planted und Mitglied der Geschäftsleitung. Er hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft studiert und einen Master of Arts in Business Innovation erworben. Nach 5 Jahren bei der Migros-Industrie in verschiedenen Positionen gründete er im Jahr 2019 zusammen mit seinen 3 Kollegen das ETH Food Tech Spin-off Planted Foods. Dankeschön. Guten Abend auch von meiner Seite. Genau. Vor etwa 3 Jahren stand ich, glaube ich, zum ersten Mal als HSGler hier in inzwischen meiner Herzensuni, der Hochschule der ETH, und wir durften hier vor 3 Jahren den ersten den Publikumspreis von Venture damals als Geschäftsidee entgegennehmen. Inzwischen ist ein bisschen Zeit in die Welt gezogen. Wir sind inzwischen 170 Mitarbeiter in 6 Märkten und sind wie damals noch immer, wenigstens nicht alle, kampfvegan unterwegs, sondern wir möchten einfach den Begriff Fleisch neu definieren. Für uns ist Fleisch nicht ein Stück totes Tier, sondern es geht eigentlich darum, dass man dieses Mundgefühl, diese Nährwerte, alles, was Fleisch auch macht, ausmacht, auch das Kulturelle, dass man das nicht unbedingt aus einem Tier ineffizient herstellen muss, sondern über Pflanzen direkt mit Technologie herstellen kann. Warum machen wir das? Ich glaube, es gibt unglaublich viele Gründe, von Tierwohl über CO2 oder Treibhausgasemissionen der Tierzucht oder Tierlandwirtschaft auf die Umwelt. Für mich persönlich, glaube ich, das größte Argument ist noch immer, dass über 75% der Landwirtschaftsfläche auf der Welt für Tierzucht verwendet werden, also für die Nahrungsmittel, für den Anbau von für Tierfutter, für die ganzen Weideflächen auch. Und wenn wir ein paar Milliarden mehr Menschen auf diesem Planet füttern wollen oder gut ernähren wollen, könnten wir uns überlegen, den Rest vom Regenwald auch noch abzuholzen, um Soja anzupflanzen oder sonstige Pflanzen. Oder wir sagen uns, hey, wir nehmen diese Pflanzen, die so effizient wachsen, setzen Technologie ein, um damit Strukturen, Mundgefühl, Biss und die Nährwerte von Fleisch nachzubauen. Wir bei Planted machen das mit verschiedenen Biotechnologien. Im Fall von unserem ersten Produkt Planted Chicken sparen wir damit 74% Treibhausgase ein, oder CO2 in dem Fall. Und wir sparen über die Hälfte Wasser ein bei der Produktion von 1 Kilo Planted Chicken gegenüber von einem herkömmlichen Hühnchen. Wir machen nicht nur Chicken inzwischen, wir machen ganz viele Produkte. Ich glaube, es sind inzwischen noch eins mehr dazugekommen. Gerade Anfangswoche haben wir ein neues Curry gelauncht in der Schweiz, wieder mit Chicken. Aber wir sind unterwegs mit dem Hühnchen, mit Pulled Pork, mit einem Kebab und einem Schnitzel. Wir schauen vom Impact her immer drauf, dass wir nicht nur im Retail mit diesen Verpackungen aktiv sind, sondern auch über die Gastronomie. Das Schnitzel zum Beispiel wird auch bei Fiegelmüller in Wien oder bei Borchardt in Berlin, beides 2 sehr gute Schnitzeladressen, serviert unter unserem Namen. Ist uns extrem wichtig. Den Kebab gibt es so vorgeschnitten oder auch als 10 Kilo Döner für Dönerstände. Uns geht es darum, Impact zu haben, indem wir Leute erreichen, da wo sie Proteine zu sich nehmen. Das ist aber nicht das, ja, vielleicht zuerst noch die Kunden und die Partner, mit denen wir zusammen die Leute erreichen, angefangen von verschiedenen Retailern in Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien und neu auch in UK, über verschiedenste
Food-Service-Provider wie die SV-Gruppe oder den ZFV, über Brezelkönig, über coole Kebab-Ketten in Italien, rüber zu Arista, die unter anderem auch so einen Curry-Strudel machen mit Planted. Den gibt's, glaube ich, nachher unter anderem zum Apro. Vielen Dank fürs Integrieren. Bei all diesen Kunden geht's darum, Kunden oder Endverbraucher mit gesunden, nachhaltigen Proteinen zu erreichen, um das Tier aus der Kette rauszunehmen. Wo führt unsere Reise noch hin? Wir verstehen uns als Food Tech Startup. Wir setzen Biotechnologie ein, um Pflanzen, Proteine, Fasern, Fette, Öle zu strukturieren. Verschiedene Technologien, wie die High Moisture Extrusion, also eine Nassextrusion, aber auch Fermentationstechnologien, 3D-Druck, alles was skalierbar ist, was gute Produkte gibt und die uns näher zum Goldstandard, zu einem pflanzlichen Steak hinführen. Dafür arbeiten wir extrem hart. Aber insgesamt, glaube ich, inzwischen ein Team von 50 Scientists bei uns im Team, viele davon mit ETH-Background, um diesen Goldstandard, das pflanzliche Steak, in ein paar Jahren hier servieren zu können. Hier ein paar Bilder von essbaren Prototypen, die wir noch dieses Jahr zum Teil auf den Markt bringen. Für ein paar weitere dauert es noch ein paar Jahre, sind aber schon easy. Schmecken ziemlich gut und je nachdem auch, auch nahrhaft, muss ich sagen. Ich freue mich auf die Gespräche nachher beim Apro. Ich glaube, es gibt zwei verschiedene Planted-Gerichte zum Genießen und freue mich auf euer Feedback, auf wie die Produkte so schmecken. Danke. Ja, eine sehr erfolgreiche Innovationsgeschichte aus dem Lebensmittelbereich beschließt also unsere heutige Spin-off-Pitch-Runde. Spannend finde ich auch, wo das Planted heute produziert, nämlich im sogenannten The Valley, in der ehemaligen Bouillon-Fabrik der Firma Macchi in Chemtal. Und Macchi, heute eine Weltmarke. Der Weg von Planted ist eigentlich vorgezeichnet, oder nicht, Simon Bieri? Es gibt, glaube ich, verschiedene Analogien zu Macchi, die wir durchaus schätzen. Eine sehr historische finde ich immer noch, dass 1870 bei der Gründung von Macchi diese fermentierte Sojasauce eigentlich damals als Fleischersatz galt. Menschen, vor allem Arbeiter in Fabriken, haben entweder Alkohol getrunken oder Fleisch gegessen, um zu Energie zu kommen, schnell zu Energie zu kommen, um durch den Tag zu kommen. Heute, ein paar Generationen später, machen wir mit ein paar Generationen später verfügbarer Technologie wieder Fleischersatz, obwohl ich das Wort nicht so mag, aber inzwischen machen wir halt Fleisch aus Pflanzen. Und ich glaube, die Technologie in der Schweiz zu entwickeln, um nachher lokal anzuwenden, die Leute zu erreichen, das ist durchaus unser Anspruch. Simon Bieri, auch Ihnen herzlichen Dank für diesen sehr spannenden Pitch. Danke. Ja, wir sind am Ende der Präsentationen unserer Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer mit ihren Start-up-Firmen angekommen. Für Nachwuchs in der KMU-Landschaft Schweiz ist also augenscheinlich gesorgt. Ich darf nun Andreas Gerber zu mir auf die Bühne bitten. Andreas Gerber ist Präsident des Swiss Venture Club und Leiter Firmenkundengeschäft der Credit Suisse Schweiz AG. Andreas, Innovation und Experience, zwei Faktoren, die sich befruchten müssen, um den Wirtschaftsstandort Schweiz am Laufen zu halten. Die Antwort auf diese Fragen, die gibst du jetzt in deiner Präsentation. Die gehen da. Okay, das ist ja wunderbar. Guten Abend miteinander. Es ist mir wirklich eine Ehre, Ihnen heute Abend einige Gedanken, aber auch einige Fakten zu Innovation, zu Forschung und Entwicklung mitzuteilen. Ich muss Ihnen aber sagen, nach den Präsentationen der Unternehmer und vor allem der Jungunternehmer der vordersten Reihe hoffe ich, dass ich Sie nicht allzu fest langweile. Ich werde mich also bemühen, die nächsten paar Minuten möglichst kurzweilig zu gestalten.
Und damit auch das, was sie noch vom Apro und vom Blended Food abhaltet, schnell zu überbrücken. Ich würde aber gerne eigentlich beginnen mit einer, vielleicht wissen Sie das schon wirklich, mit einem positiven Start. Und zwar ist es so, dass die WIPO, die Weltorganisation für geistiges Eigentum, seit 11 Jahren eigentlich bestätigt, dass die Schweiz in Sache Innovation Weltmarktführer ist. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit und ich glaube, das ist ein wahnsinnig starkes Zeichen und etwas sehr Positives. Gemessen wird das vor allem anhand von Patenten oder auch IP-Nachweisen natürlich. Wenn wir dann etwas weiter hineingehen, dann sehen wir, dass in der Schweiz alleine 22,5 Milliarden oder 3,4% des Bruttosozialproduktes jährlich für Forschung und Entwicklung ausgeben wird. Auch das ist zumindest der relative Wert, diese 3,4%. Das ist die Weltmarktführerschaft im Direktvergleich. Die USA investiert 3,1% oder über 600 Milliarden in Forschung und Entwicklung, Deutschland 3,4% und China 2,2% oder gut 500 Milliarden ihres Bruttosozialprodukts in Innovation. Selbstverständlich kann man nicht nur die relative Zahl nehmen und deshalb ist ja auch die internationale Vernetzung und die Offenheit unseres Landes und die Offenheit der Wirtschaft wichtig, dass man von diesen Beträgen auch in der Schweiz profitieren kann. Nicht ganz überraschend ist natürlich, in welchen Branchen, Sektoren findet Innovation vor allem statt, Forschung, Entwicklung. Selbstverständlich Chemie und Pharma, wichtig, natürlich Basel, Zürich, Zentralschweiz und Tessin als wichtige Pharma- und auch Chemie-Hubs in der Schweiz. Die Maschinenindustrie mit extrem vielen Hidden Champions, wo wirklich viele KMUs und mittelständische Betriebe sehr viel Innovation betreiben und die Nahrungsmittelindustrie selbstverständlich auch Ihnen allen bekannt. Was vielleicht weniger bekannt ist, 84% der Forschung und Entwicklung, findet bei den Grossfirmen statt. Bei wirklich den Konzernen, welche in der Schweiz ansässig sind und ihre Forschung und Entwicklung entsprechende dort, also hier in unserem Lande, aufrechterhalten und pflegen, und 16% bei den KMU. Jetzt darf man aber nicht unterschätzen und einfach sagen, die KMU sind nicht so wichtig für die Forschung und Entwicklung. Eigentlich ist es das Gegenteil ist der Fall, weil es geht ja nicht nur um Zahlen, es geht nicht nur um Beträge und Ressourcen, sondern es geht auch um eine Kultur der Innovation. Und die Kultur der Innovation, die findet oft eben im mittelständischen Bereich statt und nicht in den Zentren, und das ist wichtig. Etwas nachdenklich stimmt jedoch, dass in den letzten 10 Jahren die Anzahl von Betrieben, welche aktiv und messbar Forschung und Entwicklung in der Schweiz betreiben, hat sich halbiert. 50% weniger. Gleichzeitig sind aber die Beträge, also das Geld, die Ressourcen, die investiert worden sind in Forschung und Entwicklung, sind um ein Drittel angestiegen. Das heißt nichts anderes, dass unser Land, unsere Wirtschaft und damit auch unsere Gesellschaft und unser Wohlstand eigentlich über die Zeit jetzt abhängiger geworden ist von Forschung und Entwicklung, von weniger Betrieben in der Schweiz, was natürlich in dem Sinn eigentlich nicht positiv ist. Es dünkt mich aber wichtig, festzustellen, dass die Grossbetrieben, die da sehr viel Geld investieren und Ressourcen in Forschung und Entwicklung, dass die KMUs dort ein wichtiger Bestandteil sind der Innovation. Als Zulieferer, als Ideenlieferant, einerseits als Ausbildner von jungen Leuten, aber auch, und das je länger mehr, als fixer Bestandteil der Wertschöpfungskette. Zulieferer kann kurzfristig, mittelfristig sein, aber wenn man integrierter Bestandteil ist als Unternehmer in einer Wertschöpfungskette eines Grossbetriebes, dann gibt es eine gegenseitige Abhängigkeit, und das ist natürlich für beide Seiten eigentlich wirklich eine interessante Konstellation, weil sie eine langfristige Perspektive gibt für beide Parteien und beide, groß und klein, voneinander profitieren. Nun, was ist zu tun, dass wir diese Stärke in der Schweiz, diese Innovationsstärke, die ja zweifellos vorhanden ist, eigentlich weiter erhalten können und weiter hoffentlich auch wieder aufbauen können? Die Schweizer Wirtschaft ist abhängig von Innovation. Sie ist geprägt von Innovationskraft. Es ist
Disziplin, die unsere Wirtschaft auszeigt im internationalen Wettbewerb, und es ist auch die finanzielle Solidität, die eines der ganz, ganz wichtigen Elemente sind, weshalb die Schweiz als Wirtschaftsstandort so erfolgreich ist. Aber entscheidend ist und bleibt die Aus- und die Weiterbildung, insbesondere das Ausbildungssystem. Und da geht es wie hier nicht nur um digitalen Wandel, dass man das sicherstellt und das begleitet. Es geht insbesondere darum, und das ist eine Herzensangelegenheit von vielen Betrieben auch, um das duale Ausbildungssystem. Das ist ein absoluter ein Differenzierungsmerkmal in der Schweiz, dass sich junge Leute über eine gewisse Zeit akademisch, aber auch über die Berufslehre weiterentwickeln können. Und Bildung ist nun mal die Basis von Innovation. Bildung ist das entscheidende Merkmal für Forschung und Entwicklung. Wissens- und Technologietransfer fördern. Es ist wichtig, dass die Wirtschaft viel und hoffentlich auch immer mehr mit den Hochschulen, mit den Fachhochschulen, mit den Universitäten eng zusammenarbeitet, dass man sich gegenseitig befruchtet, gegenseitig hilft. Es ist aber auch entscheidend, dass da die Netzwerke funktionieren, dass man sich kennt, dass die Akademie in der Wirtschaft schauen kann, was passiert, wo geht ein Trend hin, aber auch vice versa. Das ist in der Schweiz, in unserem sehr homogenen, sehr klein, ich sage jetzt mal nicht klein kariert, aber sehr kompakten Wirtschaftsraum, ist es ein Vorteil. Man kennt sich, man ist nahe und dadurch auch offener, zumindest was das eigene Land anbelangt. Und dann braucht es natürlich, und das hat sich gebessert, meines Erachtens in den letzten 10 Jahren, es braucht eine ausgesprochene Kultur, wo Neugründungen entsprechend Platz haben. Ich glaube, da sind unsere Hochschulen, die ETH, wie auch die EPFL, absolute Vorbilder. Was hier passiert ist in den letzten 10, 15 Jahren, das ist vorbildlich und meines Erachtens auch international absolute am Top-End. Und man kann gleichzeitig auch sagen, dass das Kapital, das sogenannte Venture Capital, in der Schweiz in den letzten 8 Jahren auch vermehrt Eingang gefunden hat und heute ein wesentlich besseres und investitionsfreundliches Umfeld besteht, was Forschung und Entwicklung im frühen Bereich anbelangt. Und was auch typisch ist für die Schweiz, die Bildung geht in die Region, nicht die Region nur zur Bildung. Ich glaube, es ist auch ein Erfolgsfaktor, dass außerhalb der wirtschaftlichen Ballungszentren Ausbildung und Bildung aktiv auf einem hohen Standard angeboten wird. Und das sehen Sie an dieser Karte vom Tessin. In alle Bereiche der Schweiz, wie gesagt, außerhalb der Wirtschaft gibt es Bildungsangebote. Und das ist gut für die jungen Leute. Das ist Motivation, hier eine Basis zu legen, wie gesagt, für Innovation. Es kann aber und ist aber auch, hat dieses föderalistische Gedankengut, hat aber auch Grenzen, wenn man an die Ressourcen denkt. Selbstverständlich im internationalen Wettbewerb ist die Ressourcenstärke, sei es Leute, sei es Kapital, ist ein entscheidender Faktor und da kann eben dieses föderalistische Gedankengut oder Organisation, das kann auch gewisse Nachteile mit sich bringen. Kooperationen sind absolut entscheidend und da haben wir im Moment gerade mit der Europäischen Union, mit dem Umfeld, wirklich ein Problem als Wirtschaftsstandort. Ich habe vorhin gesagt, Deutschland investiert 3,4%, nur Deutschland, in die Innovation, Forschung und Entwicklung. Das sind aber über 500 Millionen Euro. Und wenn wir als Standort in der Schweiz, der sehr vernetzt ist mit Europa, profitieren wollen von diesen Geldern, aber auch von den wissenschaftlichen Errungenschaften, von Wissensstandorten außerhalb der Schweiz, ist es einfach wichtig, dass wir als Land, als Gesellschaft, als Wirtschaftsstandort offen bleiben, Kooperationen anstreben und damit den Austausch, aber auch, ich sage jetzt mal, diese Honigtöpfe, wenn ich das mal so sagen darf, dass die auch wirklich nach wie vor und in die Zukunft sichergestellt sind, auch für Schweizer, für die Schweizer Wirtschaft und für junge Leute, die Ideen haben und Forschung und Entwicklung vorantreiben. Also das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Es braucht meines Erachtens keine spezifische Industriepolitik, wie sie in anderen Ländern geführt ist. Wir haben in der Schweiz einen offenen Wettbewerb, der bietet die Basis für Innovation. Wir haben ein fantastisches Bildungssystem. Wir brauchen aber die Offenheit,
ins Umfeld. Wir brauchen diesen internationalen Zugang meines Erachtens unbedingt, dass wir weiterhin diese Nummer 1 Position in Forschung und Entwicklung aufrechterhalten können. Aber auch die bestehenden KMUs, auch dort geht es darum, Offenheit zu zeigen, Technologietransferplattformen zu nutzen. Hier in dieser Gegend, in Zürich, ich denke an Dübendorf, Militärflughafen. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt warten, dass jetzt da dann endlich mal ein nächster Schritt passieren kann und dieses ganze Gelände zur Verfügung gestellt werden kann für Bildung und Wirtschaft und damit vielleicht ein neuer Hub für Innovation, Forschung und Entwicklung passieren kann. Das ist wichtig. Die Offenheit auch gegenüber neuen Technologien. Ich habe hier jetzt die Gentechnik angewandt, aber es könnte auch die Nukleartechnologie sein, vielleicht aus aktuellem Grund, wo wir einfach Offenheit behalten müssen und damit die Basis für spezifisches Wissen, für Entwicklung und eben auch Know-how-Transfer sicherstellen können. Und da hilft uns eigentlich dann der Staat. Das ist eine clevere, eine gute Ansiedlungspolitik. Die Schweiz mit ihrem Standard, mit ihrer hohen Lebensqualität, ihrer guten Verbindung in aller Region der Welt ist ein attraktiver Standort für Forschung und Entwicklung. Und die Ansiedlungspolitik der Kantone, aber auch der Eidgenossenschaft, der Regionen kann dort helfen, wirklich Forschung und Entwicklung in die Schweiz zu holen und damit auch wieder neue Kapazitäten, neues Know-how entsprechende anzusiedeln in der Schweiz. Und ich denke, das ist etwas, das hat man in der Vergangenheit recht erfolgreich gemacht. Was kann hier der SVC dazu bieten? Ganz einfach. Der SVC ist eine Plattform für KMUs. Der SVC ist eine Plattform für Hidden Champions und wir stellen diesen Firmen immer wieder mehrfach jährlich mit dem PRI-SVC eine Plattform zur Verfügung, wo sie sich nicht nur als interessanter und attraktiver Arbeitgeber positionieren können. Nein, wir geben ihnen auch die Möglichkeit, jährlich sich mit 6000 Unternehmerpersönlichkeiten und Institutionen auszutauschen. Dieser Austausch ist wirklich wieder wichtig. Man kennt sich, man diskutiert Projekte, man diskutiert Ideen, man trifft Leute, die gleich ticken, die ähnliche Ideen haben oder ähnliche Vorstellungen haben. Und so aus solchen Kontakten, aus solchen Plattformen geschieht vieles und wächst auch vieles. Und das ist unser Ziel, dass wir hier nicht nur für die Hidden Champions eine Plattform sind, sondern dass wir hier auch für Innovation und für junge Unternehmer entsprechend eine Plattform sein können. Es wurden schon verschiedene EPFL und ETH Spin-offs ausgezeichnet als beste Unternehmer und Unternehmungen in den entsprechenden Regionen. Und das ist besonders wertvoll und ist unser Ziel. Wir wollen damit einen aktiven Beitrag leisten, dass die Wirtschaft und der Betrieb nebenan sozusagen bekannt wird, dass die Leute heute, die Gesellschaft sieht, was in dieser Wirtschaft alles passiert, was diese Hidden Champions alles auf die Beine bringen, was sie global erreichen können. Und das sollte dann, wie gesagt, auch die Gesellschaft stolz machen und Ansporn sein, dass man die Schweiz als Forschung- und Entwicklungsstandort eben weiterhin unterstützt und entsprechende sicherstellen kann und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen kann. Und wir haben, und das ist noch interessant, ein Buch herausgegeben, auch das gehört dazu. Wir haben für Masterpiece of Swiss Entrepreneurships, und da haben wir verschiedene Hidden Champions sind dort abgebildet über ihre Geschichte, über ihre Tradition und was sie heute machen und wie sie sich weltweit behaupten. Ich kann Ihnen sagen, das ist eine sehr kurzweilige Lektüre und lohnt sich, das mal durchzublättern und anzuschauen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke vor allem den jungen Leuten auch, was ihr alles auf die Beine stellt, die Motivation, die Zeit, die ihr investiert. Das ist die Hoffnung der Zukunft für die Wirtschaft, absolut matchentscheidend für unser Land, für unseren Wohlstand. Das finde ich hervorragend, finde ich erfrischend und wirklich nachahmenswert für viele Kolleginnen und Kollegen von euch. Und natürlich auch den Exponenten der größeren Firmen, die heute auch gesprochen haben, auch da ein großer Dank.
weil genau das sind ja die Vorbilder, die dann Motivation sind für junge Leute, für kommende Generationen in das Unternehmertum einzusteigen. Herzlichen Dank, gute Diskussion und einen guten Abend wünsche ich Ihnen. Vielen Dank, Andreas. Ich möchte mich den Dankesworten gleich anschließen. Im Namen vom Swiss Venture Club bedanke ich mich nochmals herzlich bei unseren Co-Organisatoren, die diesen Event überhaupt erst möglich gemacht haben. Der Dank geht an Frau Stojanova und Herrn Hochuli von der ETH Zürich Foundation sowie an Herrn Meissner von der ETH Zürich. Ich möchte es auch nicht unterlassen, nochmals Professor Dr. Detlef Günther und Dr. Ulrich Klaassen für die äußerst spannenden und inspirierenden Einblicke zu danken. Und last but not least gehört unser aller Dank natürlich euch hier vorne, den anwesenden Spin-offs, für die gelungenen und kurzweiligen Präsentationen. Wir kommen zum Schluss der heutigen Veranstaltung. Ich bitte im Anschluss alle Referenten, die heute hier vorne auf der Bühne gesprochen haben, nochmals kurz zu mir zu kommen für ein gemeinsames Gruppenbild. Zudem freut es uns natürlich, dass wir auch für die 6 Spin-offs ein kleines Präsent zur Verfügung haben. Und zwar erhalten alle 6, die hier gesprochen haben, ein exklusives Schreibset von Carandash mit einem Notizbuch. Und ihr habt es gehört, wir sind ein KMU-Netzwerk, wir sind ein Wirtschaftsnetzwerk, wir sind natürlich froh um Nachwuchs und wir offerieren allen Spin-offs eine 2-jährige Gratismitgliedschaft im Swiss Venture Club. Wir freuen uns, euch an der nächsten Preisverleihung zum Beispiel begrüßen zu dürfen. Wir sind im September 2022 hier im Wirtschaftsraum Zürich, wo ja die meisten das Einzugsgebiet haben. Also wir freuen uns, euch dort wieder begrüßen zu können. Ja, liebe Gäste, wir kommen im Anschluss zum Netzwerkapero. Alle die, die nicht gesprochen haben und die nicht aufs Bild kommen, die darf ich jetzt schon bitten, sich ins Dozentenfoyer zu begeben. Also außen, wenn Sie das Audimax verlassen und in die Halle kommen, haben Sie links und rechts jeweils einen Lift und mit diesem Lift fahren Sie bitte hoch in die Etage J. Dort ist das Dozentenfoyer, dort findet unser Networking-Apero statt. Bei diesem schönen Wetter werden wir sicher auch einen Teil draußen auf der Terrasse verbringen können. Ja, ich danke Ihnen nochmals herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte die Sprecher noch kurz fürs Gruppenbild nach vorne und wünsche Ihnen noch einen schönen Rest des Abends. Merci vielmals für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.